So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go in Meiningen. Und wir haben einen Sponsor vom heutigen Video. Der steht hier an der Wand. www.siebenzahl.com. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr könnt es ja mal eingeben und mal gucken. Wenn es ab 18 ist, dann habt ihr den Tipp nicht von mir. Wir sitzen hier. Hier ist wie so eine Bushaltestelle. Da sitzt jemand, der auf den Bus wartet. Hier habt ihr Graffiti an der Wand. Hier gibt es verrückte Kühe, hier gibt es komische Äffchen, hier gibt es Sonnen und Glibbermonster, keine Ahnung. Und wir warten eigentlich auf die 17 Uhr Top Raids mit Regi Eliki. Guckt euch das doch mal an. Wie in Berlin, ne? Nur anders. Hallo Pupsi. So, aber die Arena ist irgendwo da drüben, da laufen wir auch kurz mal hin. Zeigen euch mal, die dreckige, die schöne Wand geht einfach unendlich weiter. Hier geht die noch mal weiter, bis darunter, bis davor. Und hier in der Mitte ist eine Skulptur. Und diese Skulptur ist die Arena, wo jetzt 17 Uhr noch ein Top Raid von Regi Eliki aufgeht und bei Street Art auch noch. Und die beiden wollte ich diesmal vor Ort mit Video machen. Das sieht dann also ungefähr so aus. Hier ist die Skulptur. Das ist die erste Arena und wir suchen uns jetzt irgendwo hier einen Platz, wo wir dann gemütlich den Raid machen, fangen. 17 Uhr und 17.20 Uhr den anderen und wer vor Ort ist, kann helfen und ansonsten, was macht die denn? Jetzt wechselt sie schon wieder die Seite. Am besten ich klebe mich einfach an die Skulptur. So, da steht jetzt, boah geil, das heißt jemand hat seiner Faszination für dieses Denkmal volle Ausdruckskraft verschafft. Ich habe jetzt hier schon mal vorbereitet, das ist auch vorbereitet und wir gehen jetzt mal kurz zu Pupsi, fragen mal, ob alles okay ist und dann versuchen wir pünktlich 17 Uhr in den Raid zu gehen. So, es sind noch 1 Minute 36, bis der Raid aufgeht. Wie gesagt, wir stehen hier, gehen aber mal ganz kurz auf den Community-Tab, immer noch mit Umzugsbart. Und ich habe da wieder gepostet, Futuristic Sculpture und Street Art, die zwei Raids. Chords sind auch da, Ahoy Brause steht da noch. Und ich hatte natürlich auch eine Konda-Liste für Regi Eliki, 1602. Und 2002 wären die 100er Werte mit und ohne Wetterbrust. Das Ding ist also Elektro, sag mal nochmal dazu. Und Konda am besten also Boden-Pokémon gegen Elektro. Hier ist Groudon vorgeschlagen, Proto-Groudon, also Primal Groudon. Knackrakrihon, Joa, Mamutell und Stalobor, wer das noch kennt. Immer noch 44 Sekunden. Hast du dir die 100 Werte gemerkt? Und der werde gemerkt, mal 1602 und 2002. Also einfach 02 hinten schon passt das und ansonsten nichts. Wir gehen zurück ins Spiel. Ist ja nur ganz schlechte bis jetzt. Sowieso. Und am Ende zeige ich natürlich noch die Ausbeute von heute. Aus allen, die wir gemacht haben um 11 Uhr und um 14 Uhr und halt jetzt um 17 Uhr, die zwei. Wo geht die jetzt hin? Aufs Klo. Aber hier ist doch gar kein Klo. Zu Oma, Opa, naja, kannst du auch die 5 Minuten dann zu Hause warten, bis wir kommen. Ich habe zu dir gesagt, wir können hier nicht lange warten. Ja, ich kann die nicht hier, dann beziehungsweise, naja, warten tue ich sowieso nicht. Aber ich möchte nicht, dass die alleine hier rumrennt, ne? Das ist es ja, das arme kleine Kind. So, hier habe ich sogar noch einen freien Pass auf dem kleinen Account, auf der Nudel. Wir gehen mal rein und schauen mal, wer da ist. Blood and Tears, blutige Tiere, Samyang Bulldog, Konsti Dresden, Mystical Force, Beer Benny Super Sani, Ramses der Dicke, Goldener Reiter, 8 Leute, 9 Leute sehe ich jetzt. Wir waren vorhin bei den letzten Raids im Park, glaube ich, 20. Wir waren davor mal 18, 19 um 11 Uhr. Also war immer was los, ne? Und jetzt hier, ja, da hinten sitzen ein paar Ukrainer, die spielen aber glaube ich nicht Pokémon Go. Und ansonsten ist es hier halt ein bisschen außerhalb, ein bisschen ruhiger. Direkt im Park war das meiste los, aber war ja auch klar. Ich muss sagen, mir gefällt es heute wieder sehr gut. Es ist Ostersonntag, die meisten werden wieder sagen, Ostersonntag, das ist ja doof. Warum müssen die das an so einem Tag machen? Aber
an dem Tag ist man ja meistens eh vielleicht in der Familie, mit der Familie unterwegs, mit den Kindern, mit der Verwandtschaft, mit Buckel oder ohne Buckel, wie auch immer, wo man auch mal rausgeht, mal einen Spaziergang macht. Und wo stört es denn, wenn ihr sagt, hey, komm, wir machen mal einen Spaziergang, aber diesmal laufen wir nicht dort lang, sondern hier lang. Und ihr macht nebenbei noch einen Raid einfach. Vielleicht spielen die aus eurer Familie sogar auch. Wir haben das zu dritt so gemacht, haben noch andere getroffen, das Wetter hat auch gepasst, war wunderbar, also finde ich an sich gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir 11. Bier, super. Netghost, Shiny Hunter, Katsuma Tiger und der Rest. Mal gucken, ob wir auch 11 sind, wenn wir dann an der zweiten Arena sind. 3, 2, 1, 0 und go. Wie gesagt, sind auch natürlich In-Person-Raids, also ihr konntet nicht dazu einladen. Manche haben dadurch halt gar keine Möglichkeit, daran zu kommen. Ist daher natürlich gutes Tauschmaterial, wenn doch mal einer 6-7 Stück gemacht hat. Einen für sich selbst, die anderen mal für gute Freunde, wenn man mal einen Lucky Trade machen will und sagt, yo, ich habe da noch einen Regi Illiki, du hast es damals nicht bekommen, ich kann dir das noch rübertauschen. 40.000 bei Best Friends sollte schon drin sein. Haben sich auch schon wieder ein paar Lucky Friends gemeldet, die gesagt hatten, sie würden dann eins abnehmen und mir dann was anderes für geben. Deswegen kann man da ruhig mal den Tag nutzen und nicht nur für den Pokédex-Eintrag. So, das zieht sich hier ein bisschen. Greife ich überhaupt an? Ach, der greift hier mit Lawine an. Die ganze Zeit der Schlawiner greift mit Lawine an. Im Stream vorhin war es natürlich auch wieder, dass Leute dabei kamen und haben gefragt, welches Land seid ihr? Kannst du einladen? Wo ist Code? Hier alles auf Englisch natürlich. Aber geht natürlich nicht. Sonst hätten wir natürlich Raids für Zuschauer gemacht und den ganzen Tag Leute eingeladen dazu, obwohl das ja vielleicht nicht so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob die auch nochmal wiederkommen. Sicherlich, vielleicht kommen die auch mal in die normalen 5er Raids. Warum diese ausgerechnet jetzt hier rein haben in die Top Raids, obwohl es nur normale Legendäre sind, weiß ich sowieso nicht. Ich dachte, die Top Raids sind eben für Mysteriöse, die wir einmal aus einer Spezialforschung gekriegt haben, wie bei Hupa, und man dann nochmal die Chance drauf hat. So, ich werde den jetzt schnell hier eintüten. Shiny ist nicht dabei, gibt es nämlich gar nicht. 19 Bälle auf beiden. 15,78 und 15,49. Den tüte ich jetzt ein und dann sehen wir uns gleich beim zweiten Raid. Ja, einen Ball können wir noch werfen. Obwohl, eigentlich können wir alle Bälle werfen, damit ihr eben seht, wie der sich überhaupt fangen lässt. Der ist nämlich sehr zappelig. Genau dafür mache ich ja eigentlich das Video. Ich habe nur so viele heute gefangen, dass ich dachte, ist egal. Aber ja, doch, im Video muss man das natürlich mal zeigen. Wie viel hat einer gehabt? 15,55. Na, da ist einer diesmal besser. Der ist halt mega zappelig. Ich weiß auch nicht, das würde bestimmt sogar funktionieren, wenn er den Kreis einstellt und mit Fangtrick arbeitet, aber keine Geduld, keine Geduld. So. Man trifft trotzdem recht häufig einfach fabelhaft, muss ich sagen. Ist jetzt auch drin, das heißt, jetzt sehen wir uns gleich beim zweiten Raid wieder um 17.20 Uhr. So, auf dem Weg zum zweiten Raid habe ich jetzt diesen Haufen hier gefunden. Damit ihr besser seht, was das ist, machen wir mal diesen hier. So, wenn ihr wisst, was das für ein Haufen ist, schreibt es mal in die Kommentare. So, wir sind jetzt hier in einem Gymnasium, Street Art, aber die Street Art sieht anders aus als die Street Art, die man an der Arena sieht. Trotzdem können wir das mal kurz zeigen. Eier gehen auch gerade auf. Die Eier kann ich euch auch gleich noch zeigen. Hier drüben habt ihr nochmal so ein grünes Bild. Sieht eigentlich irgendwie nice aus. Ich meine, hier sind ja trotzdem wie so... Ja, denn das ist das Bild von der Arena ungefähr in diesem Stil. Nicht das, aber das sind auch so Türme und so Steine, die da so Schornsteine und Türme und irgendwas, was da rumfliegt. Ich zeige euch gleich noch die Eier, weil wir müssen eh warten, bis es 20 ist und gucken, wo wir uns am besten positionieren. So, für zwischendurch hier kurz die Eier, wie angekündigt. Das sind 4 2-Kilometer Eier, ein 12-Kilometer Ei. Wir drücken einfach mal drauf, um zu beschleunigen. Haben einmal ein Faxo drin, als zweites ein Pionscora. Vielleicht ist ja noch mal ein Riolu drin. Brauche ich immer noch einen 100er. Shiny habe ich schon, brauche ich eigentlich nicht. Da ist ein Wommel, ist ja auch ganz neu. Und noch ein Wommel. Zweimal Wommel aus Eiern, die auch wild rumrennen. Wir können es kurz mal bewerten. Pionscora, 3 Sterne hier, 2 Sterne,
3 Sterne. 96er Mamfaxo noch mitgenommen, aber habe letztens erst einen 100er ausgebrütet von Mamfaxo in diesem Event. Das war auch richtig genial. Ansonsten, ja, könnte ich noch ein paar Eier sammeln. Es sind noch 4 Minuten und dann melden wir uns gleich zurück, wenn wir in der Lobby sind. So, es ist genau 17.20 Uhr. Das heißt, ich gehe jetzt pünktlich einfach hier rein. 11 Leute waren wir eben. Mal gucken, ob sich jetzt auch noch mal füllt. Blutige Tiere sind schon am Start. Grüße an Sarina. Warum heißt es denn blutige Tiere, wenn da Blood in Tears steht? Keine Ahnung. Weil das bin ich und deswegen heißt das bei mir so. Für alle, die jetzt denken, der Ramses ist total bekloppt, das heißt natürlich Blut und Tränen, ja, Blood in Tears. Aber Blood and Tears klingt für mich wie, oh, guck mal, blutige Tiere, weil das ist viel lustiger. So, damit ich auch mal was zum Lachen habe, muss ich mich jetzt selber irgendwie unterhalten. Blood and Tears ist auf jeden Fall drin. Super Sunny, Samyang Bulldog, Net Ghost, Miku, Extreme, Katsuma Tiger, Mary, Bier Benny, Ramses, Goldener Reiter. Grüße gehen raus an Bier Benny und den Extreme, dass die hier so fleißig mitmachen in München, in Mining. Fängt alles mit M an, deswegen. Gibt's dann zum Armbrot nochmal geschnetzeltes? Hey, das ist zu spät, denke ich mal. Weil es jetzt eingefroren ist. Jetzt hat sich sogar noch ein 12er mit in die Lobby reingeschlichen. Konsti Dresden ist jetzt noch mit am Start. 22. Wir drücken jetzt Erdbeben, Erdkräfte. Ich hoffe, die Kamera fällt nicht runter, die wackelt nämlich gleich mit. So. Erdbeben, Erdkräfte, letzter Raid. Ich habe es jetzt alle gefangen, die ich gemacht habe. Außer halt beim. Vorhin haben wir mit Ivar, was war das? Ivar Kids. Wollten wir Genaya nochmal helfen bei dem einen Raid in dem einen Stream. Das ist natürlich geflohen. Der hat auch nicht so viele Bälle gehabt, weil er halt auch nicht so viel Schaden gemacht hat und nicht so viele Freunde hatte. Und keine Ahnung. Das war ja früher sowieso anders, so wie die das berechnet haben, wie du Bälle kriegst. Wenn Freunde von dir drin sind, wenn du viel Schaden machst, wenn die Arena deine Farbe hat, wenn der Raid schnell besiegt ist, wenn irgendwas ist, die meisten Spieler von deiner Teamfarbe irgendwie, also wenn 10 gelbe drin sind und 2 blaue, hat gelb automatisch nochmal mehr Bälle bekommen. Aber mittlerweile ist es ja, weiß ich nicht, und deswegen kann ich dazu nichts sagen, wie das jetzt ist. Regi, Eleki, ein letztes Mal. ...15.36. Das dürfte, glaube ich, der schlechteste von mir sein. Der Goldene Reiter ist auf der Übersichtskarte gelandet. Vor allem haben beide 15.36. Der Samyang Bulldog hat auch 15.36. So. Versuchen den jetzt fix einzutüten. Einfach fabelhaft geworfen. Dann zeigen wir euch kurz die Statistik, ob wirklich alle gefangen worden sind und was das Beste war. Ansonsten könnt ihr mal reinschreiben, wie findet ihr Regi Eleki? Ist das cool, ist das nicht cool? Ich muss sagen, jetzt wo ich den sehe, ja, erinnert mich sehr an die anderen Regis, gerade wenn ich so die Augenpartie betrachte. Und dadurch, dass er so flippig und gelb und chillig ist, also das Gegenteil von chillig, weil der hüpft ja, finde ich den irgendwie trotzdem vom Design her nett. Sagen wir es mal so, nett. Regi Drago hat auch was gehabt. Da denkst du, das ist ein... Eigentlich passt das ja. Das ist, der hat ja wie ein Drachenkopf. So nochmal, wie Flunkiefer. So, wir haben jetzt insgesamt 23 normale Bonbons und 42 Regi Eleki XL Bonbon. Eigentlich hätte ich was boosten müssen. Das ist auch das Größte und das Schwerste. Das können wir auch gleich mal bewerten, wie viel der jetzt hat. 10, 10, 13. Wenn wir insgesamt mal drauf gehen auf den Pokédex, haben wir jetzt 8 gesehen und 8 gefangen. Da war ein Glückstausch noch mit dabei. Ihr seht, Glücks steht 1 und der Hintergrund ist auch ausgefüllt. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann geben Regi Eleki ein, beziehungsweise kann ich einfach so drücken. Da seht ihr 7 geratete und der Glückstausch hat nochmal 1 dazugezählt. Gehen wir mal hier drauf, wechseln durch, haben 3 Sterne, 12, 15, 15. Dann der Glückstausch mit Ludinho. Grüße gehen raus an Ludinho. Ist ein 96er geworden mit 15, 15, 13. Dann aber nochmal hier 2 Sterne dabei. Wir haben nochmal 3 Sterne mit 15 Angriff. Wir haben nochmal 2 Sterne, wir haben nochmal 2 Sterne und den von eben. Das also mein bestes Regi Eleki.
96% mit 1594. Was ist euer Bestes? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Wie viele habt ihr jetzt im Pokédex? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei den nächsten Top Raids, beziehungsweise am Montag bei Chill mit Ramses. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao. Ciao. Tschüss Marie. Tschüss Pupsi. Was guckst du denn jetzt wie so Nachhilfe? Schöne Osterferien, genau. Schöne Osterferien, jetzt haben sie es.